Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Store Update Video. Ich möchte mich natürlich bei euch nochmal dafür bedanken, dass ihr so reichhaltig gerade eben in meinem Livestream aktiv wart und neue Abos rausgehauen habt. Das war sehr, sehr geil. Fangen wir jetzt direkt mal mit dem Store Update Video an. Vorher schiebe ich hier mal noch meine Kamera ein bisschen nach unten, nicht, dass ich das noch vergesse. So, dann gehen wir nämlich mal durch, was wir hier so Schönes haben. Objekte. Und zwar haben wir heute, schaut bitte bis zum Schluss, ich habe noch eine ganz wichtige Info danach. Es geht um die Skins, wer das nämlich nicht weiß, für das kommende, also für das aktuelle Event. So, wir fangen jetzt erst einmal an. 2 Tage und 2 Stunden habt ihr Zeit. Und dann könnt ihr euch, in der Zeit könnt ihr euch von der Devotion den Bleifarmer holen. Das ist ein absolut geiler Skin. Ich habe den auch. Ich habe aber die Exklusivvariante in grün. Finde ich ein schöner Skin. Gibt natürlich bessere Skins, keine Frage. Hier habt ihr auch noch 2. Hier ist das ist bewusst jetzt alles nur noch auf 2 Tage begrenzt. Am Schluss erzähle ich euch warum. Hier ist der nächste Skin für den Octane. Tempoteufel nennt er sich. Sieht auch ultra geil aus. Und ich glaube, von denen gab es auch schon mal eine Exklusivvariante. Die habe ich aber, glaube ich, selber noch nicht gesehen. Sieht aber ultra, ultra geil aus. Übrigens bei der Devotion habt ihr 33% Rabattaktion. Wen die Devotion interessiert, kommen wir zur P2020. Grüne Mamba. Ein absolut schöner Skin. Habe ich selber schon mal gezogen. Finde ich sehr nice, aber Exklusivvariante finde ich fast ein Stück schöner. Habe ich mir heute auch mal gegönnt, weil ich den absolut sexy finde. Und irgendwann muss man ja auch mal seine legendären Token loswerden. Ich habe nämlich echt viele davon. So, vorletzter Skin von der Mastiff in Schwarz-Rot. Sehr, sehr geile Kombination. Wobei ich finde, von der Optik könnte es fast schon ein seltener Skin sein oder ein epischer, aber kein legendärer. Bin ich mal ganz ehrlich. So, kommen wir hier zur Exklusivvariante. Exklusivvariante ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht so der absolute Mega-Reißer. Das soll es vom Store-Update-Video inhaltlich gewesen sein. Und jetzt ganz wichtig für alle, die Bock haben, den Lieblings-legendären Skin für das Event bekommen zu wollen oder zu bekommen. Moment, hier haben wir die ganzen feinen Skins. Ganz, ganz wichtige Änderungen. Es gab ja den Trouble, dass die ganzen Packs zu teuer sind und so weiter. Ab Dienstag, ab 19 Uhr wechselt der Inhalt des Stores. Danach könnt ihr 2 Tage lang 5 verschiedene Skins aus diesem Event von den legendären Sachen freischalten, beziehungsweise euch kaufen für 1800. So, das hält dann 2 oder 3 Tage. Ich wollte euch einfach nur vom Sinn her sagen, dass ab Dienstag könnt ihr die legendären Skins kaufen. Erstmal 5 an der Zahl. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das Store-Update-Video kommt dann aber erst am Mittwochmorgen, weil ich Spätschicht habe. Vielleicht setze ich mich auch noch abends dran. Lasst euch einfach mal überraschen. Und ihr habt dann ab Dienstag eine Woche lang Zeit, euch den Skin eurer Wahl freizuschalten. Das war's jetzt von mir. Einen schönen Restsonntag. Haut rein. Ciao.